Servus, meine lieben Freunde, zurück hier im Studierzimmer von Il-Professore MGP, dem Stimmakrobaten. Und wir wollen wissen, ob dieser Schatz uns natzen soll und da ein Gegner wartet. Warten wir mal. Machen wir es spannend. Das wird der Short. Kommt in die Folge rein, wenn ihr wissen wollt, ob wir hier überrascht werden. Jetzt stoppe ich das Short. Und es war so, weil ich überblockt habe, ist nichts passiert und er explodiert und ich bin ausgewichen. Boah, war das geil. Haha, schade, davon kann ich jetzt keinen Short machen. Aber die Leute, die reinkommen, sind herzlich willkommen. Hat sich irgendwie gelohnt, oder? Zack, öffnen. Wahrscheinlich hätte es lustiger gefunden, wenn ich reingestolpert wäre. Kann ich mir schon vorstellen. So, wer ein bisschen an Real Talk hören möchte, soll bitte die anderen Folgen, die davor waren, anschauen. Da habe ich ein bisschen was zur Zwischenmenschlichkeit gesagt, weil ich es einfach aus meinem täglichen Tun ganz oft erlebe, dass Menschen nicht mehr so ganz wissen, wo sie sozial stehen, weil ich versuche, solchen Menschen zu helfen, damit sie eben nicht durchgeknallt durch die Weltgeschichte gehen und andere Leute belästigen oder sowas, gell? Also das mag ich nicht. Ich habe es schon mal in der einen Folge so gesagt, wo wir da geschwätzt haben und überlegt haben, wer da wo wie im geheimen Dorf miteinander verbandelt sein könnte und der eine ein bisschen unfähig ist, mit Frauen umzugehen. Total nervig sowas. Ich meine, vor allem natürlich für die, die es nicht kapieren. Ne? Es gibt nichts gegen Nerds zu sagen, die einfach gar keinen Stich bei Frauen sehen. Vollkommen okay. Das ist einfach so. Gibt Menschen, die haben einfach keinen Bezug dazu, wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht. Das ist bei Frauen nicht anders. Da gibt es genau solche armen, hoffnungslosen Seelen, die nicht in der Lage sind, mit Männern zu interagieren oder anders ausgedrückt, je nachdem, wenn sie aufs gleiche Geschlecht stehen, auch auf das. Oder generell sozial nicht interagieren. Vollkommen okay. Schlimm wird es dann, wenn diese Menschen glauben, sie sind's und gehen anderen Leuten auf den Sack. Ja, und jetzt mögt ihr denken, so wie hier schwätzt, könnte ich auch so einer sein. Na, bin ich nicht. Ich bin ehrlicherweise jemand, der einen ziemlichen Riss hat. So. Bam, bam. Was machen wir da? Einfach weiter? Oder zurück? Kommst du mich, treibst jetzt erst einmal ein bisschen vor, weil der links vorne, schaut's einmal, ist was zu sehen. Und wäre ja blöd, diesen ganzen Progress, den wir gemacht haben, jetzt nicht zu nutzen. Bam, bam. Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's gesagt. Ich nehm's gleich, ich nehm's gleich. Ne, da kommst, sind nicht euer, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass du nicht da drüber kannst, dass ihr glaubt, mit dem kleinen Ding, wisst ihr, in Nio hat das ja noch geklappt, ne, da konnte man nicht springen. Aber hier, wo man eigentlich einen super Sprung hat und auch Höhen überwinden kann, ist es schon ein bisschen blöd geworden, wenn man da so nicht drüber hopsen kann. Jetzt bin ich am überlegen. Was ich da genau mache. Mag ich. Ja, wir machen da weiter. Wir gehen hier vor und machen das erste Mal hier. Zack. In der langen Rumhampel habe ich nachher nur zu viel gemacht. Habe nichts von der Standarte. Warum auch immer wir jetzt 24 haben. Ah, wir wurden getroffen. Eines Tages wird Vater keine andere Wahl haben, als mich ernst zu nehmen. Schön, du Wurstel. Was soll denn der Käse? Scheinbar kann die Tür nur von der anderen Seite geöffnet werden. Ja, wunderbar. Wahrscheinlich sind wir mit irgendeiner Super-Attacke getroffen worden und verlierst du das wieder. Das kann das Einzige sein, dass unsere rote Attacke getroffen hat, ne? 5 Mineralienpulver, alles sehr, sehr geil. Mäh. Werde ich eh nie nutzen. Was soll also die Scheiße? Naja, weil es andere halt können, ne? Also ich liebe ja jeglichen Menschen, der hier in der Lage ist, Pro-Gamer-mäßig den Kram sich reinzuschmeißen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da dran schon gebetet habe, deshalb mache ich es einfach noch einmal. Weil ich es einfach geil finde, wenn die Leute hier wirklich ein Game haben und richtig, richtig Gas geben können. Und ja, natürlich. Jawohl, sehr, sehr geil. Und tschüss. Kleiner Stinker. Ist ja Short. Geil. Lieb dieses Posing am Ende so. Das ist so genau meins. Ja, ja, komm, diese Grütze, die uns das jetzt da runterzieht. Alles wurscht. Guckt's mal, alle wieder da. Hehe. Ja, wir gehen noch an den Anfang zurück. Gar keine Angst, meine lieben Freunde. Ich überlege es mir noch, wann ich das mache. So. Hallo, Idiotikus. Du bist ein Schlappschwanz. Oh, ja, du auch, gell? Ja, furchtbar. Was benutzt du denn für Ausdrücke, der Gurte, gell? Also wirklich. Schämen sollte ich mich. Das könnte mir nun nicht egaler sein. Wir sind wieder bei 25. Total geil, total fett. Ja, es zieht uns jetzt natürlich so weit rein, dass es, wie gesagt, immer schwerer wird, zurückzugehen. Ich werde es trotzdem machen, weil wir kommen ja da vorne dann auf jeden Fall noch einmal zurück. So, da lang, da lang. Naja, ich muss echt aufpassen hier so. Die ganzen anderen Projekte gehen mir so durch den Kopf, bin die ganze Zeit hier am lustig rumsingen und machen und tun. Motivation, eine wichtige Geschichte im Leben. Ja, bleibt's einmal weg, bleibt's...
Die sind scheiße. Also diese großen Nymphen, die sind... Oh, da hat sie mich voll erwischt. Oh ja, nice. Der Skorpiner zieht sich oder lässt sich nah zur Nymphe ranziehen. Wenn ich das Ding mal kontern wird, wäre es, glaube ich, geil. Ich glaube, dann ist sie komplett offen. So offen wie Escorpina oder jeglichen anderen, den sie sich halt schnappt, so in dem Moment ist, wenn er trifft. So offen ist sie wahrscheinlich auch in dem Moment, wo sie damit umgehauen wird. Aber jetzt habe ich sie in der Ecke und jetzt ist sie Moose. Oh, wow, ich bin Moose? Na, bin ich nicht. Wollte gerade sagen. Hätte ja noch passieren können, ne? Muss man ehrlich sagen. Ich war jetzt so überrascht, dass sie sich doch noch so gewehrt hat, obwohl Escorpina ja klar mit ihr zugange gegangen ist in der Ecke. Aber manchmal war dann halt doch noch ein bisschen zu viel Lebensenergie da. Ja, interpretiert nichts rein, liebe Freunde, gell? Das ist euer Gedankengut. Das muss ich nicht mit meinem decken. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Ja, ja. Passt, kommt ihr beiden Futzelfatzels hier. Sag mal, es ist nichts Schlimmes an irgendwelchen Gedanken. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ist da wieder so ein Meerschweinchen oder ein Stachelschwein, soll man es so nennen? Diesmal nicht. Sehr, sehr geil. Zack. Schön, dass es abwechselnd war. Das haben sie von From Software gut abgeschaut. Die das auch perfekt machen, in Perfektion ausleben, wie du einen Spieler auf den Weg führen kannst und denkst, ja, jetzt habe ich das Spiel verstanden. Und ja, du hast es gar nicht verstanden, weil im nächsten Moment ziehen wir das komplett anders durch. Es ist für mich unglaublich unübersichtlich, was hier passiert, aber genau das macht in dem Level den Reiz aus. Den musst du eigentlich einmal in jeglichem Teilbereich komplett aufräumen, um dann danach nochmal durchzulaufen. Problem ist, das klappt aus mehreren Gründen nicht. Und der Hauptgrund dafür ist ein ganz gewisser, dass du immer zwischendurch an Standarten kommst. Kommt der weit genug hier rüber, dass ich runterspringen kann? Nee, wird er nicht kommen, gell? Nicht schlimm. Gehen wir hier lang. Na, singen wir dem schönen Ständchen. Suchen dir kein Babe, nur ein Ride or Die. Aber wir sagen mal einfach Die, okay? Einfach so, mein Freund. Wir sagen jetzt einfach mal Die. Komm, mach was. Mach was. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Komm, hau rein. Sehr, sehr geil. Oh, ist ein Kopfloser. Gut, es ist Zeit, sie alle zu vernichten. Du hast recht. Jetzt hat er mal was Wahres gesagt, gell? Ist da jetzt was? Und zwar gar nichts. Also nicht nur, dass da kein Gegner drin ist, sondern hier ist gar nichts. Auch mal spannend. So, zack, zack, zack. Ah, noch einmal eine Flagge. Also, es sind schon richtig gut Flaggen hier im hinteren Bereich da. Aber natürlich muss trotzdem noch irgendwie im vorderen Bereich einiges sein. Hier haben wir eigentlich genug gefunden. Nur im vorderen Bereich eigentlich nichts. Aber es gibt ja auch noch da andere Wege. Also, wir werden das schon noch irgendwie zusammenkriegen. Und kommen wir da hoch? Geht das irgendwie? Na, ist nicht vorgesehen. Guckt, da hängt sie dran. Und so, der Doppelsprung ist eigentlich kein Doppelsprung. Guckt mal, das ist nur sein Abtreten nochmal von was. Das heißt, wenn du nicht irgendwo eine Wand hast, wo du dann dran bist, geht's nicht. Das ist auch der Grund, warum sie nicht über diese Dinger springen können. Ne? Ja, boah, es haben wir ein bisschen drüber lustig gemacht, aufgeregt. Aber irgendwie erklären sie es dann ja doch immer wieder halbwegs sinnig. So. Zack, zack, zack. Und wer sich übrigens einpisst, dass die ganze Zeit Begleiter mit dabei sind, naja, dem sei gesagt, ich rufe die nicht selber, die sind einfach so dabei in der Story. Und ja, ich weiß mittlerweile auch, dass man die wegschicken kann, selber nicht als sinnig an. Wenn jemand rumpufft und rumhüpft und sagt, oh, richtiges Spiel ist aber nur, wenn du ehrenvoll spielst und diese Gegner, diese Kompagnons wegschickst, pisst euch ein, ist mir doch scheißegal. Ich selber sag, man spielt das Spiel so, wie es ist. Na, es gibt auch kein Easy Mode in Dark Souls. Leute sollen Spaß an den Spielen haben. Leute sollen einfach so das spielen, dass sie es schaffen. Und glaubt mir, es ist immer noch eine Herausforderung. Ne? Also das kann man schon sagen. Natürlich nicht für die wirklichen Hardcore-Gamer. Das ist eine andere Geschichte. Aber jemanden mich, der, wie ich schon gesagt habe, ein normales Leben nebenbei noch führt und nicht den Luxus hat, sich nur auf Gaming konzentrieren zu können, ist es Oliver einfach immer noch Hardcore. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also ich würde jetzt gerne rangehen, den Level nehmen. Mache ich auch sicher gleich. Aber wo ist denn jetzt der Shortcut hier? Und vor allem, wie geht es überhaupt weiter? Habe ich jetzt nicht alles abgelaufen? Habe ich das falsch gesehen? Wenn die Folgen ist gleich vorbei, werden wir das sehen. Ja, ja, genau. Dann sind wir hier. Da haben wir den. Ah, da ist noch ein Schatzer. Das holen wir uns natürlich. Ja, schöne Escorpina. Super, ne? Ich würde sagen, das passt perfekt, um die Folge zu beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gehen wir ein bisschen näher ran. Schauen wir, vielleicht können wir mal ein schönes Thumbnail machen. Ja, geht jetzt natürlich nicht, gell? Weil jetzt gerade wird die Wand gemieden, wo man es braucht. Ah, so vielleicht, ne? Meine lieben Freunde. Für dich!